Ja, ich habe vor 20 Jahren habe ich einfach damit angefangen, als interessierter Fasnachter, aktiver Fasnachter, selber Besitzer von einigen Schemme. Und hat immer so eine gewisse Vorstellung, wie die idealtypische Schemme aussieht. Und ich dachte mir, ich probiere das mal, ob ich das selber hinbekomme, und habe dann einfach mal begonnen. Besonders Spaß macht mir halt die Arbeit mit dem Werkstoff Holz. Das Schnitzen ist einfach toll zu sehen, wie aus so einem Stück Holz, also ich kaufe das Holz ja als Baumstamm, kann man sagen, wie aus dem dann schlussendlich eine Schemme entsteht, die man tragen kann, ist einfach faszinierend. Für mich ist das Schnitzen auch Ausgleich zum Job, wo man viel vorm Computer sitzt, dass man halt dann auch mal körperlich mit seinen Händen arbeiten kann und da den Kopf auch frei kriegt. Also mir geht es so, dass ich beim Schnitzen dann eben total bei mir bin und so vertieft bin, dass alles andere weit weg ist. Es gibt in Villingen oder beziehungsweise vier Grundfiguren. Es gibt den Narro, die Hauptfigur, der trägt eine glatte Schemme heißt es bei uns, also der Narro. Dann gibt es seine weibliche Begleiterin, das ist die Altvillingerin. Und dann gibt es das Murbele und das Wurribel. Das sind dann das alte Pendant zu Narro und Altvillingerin. Hier sieht man jetzt ein fertiges Murbele, hier sieht man ein fertiges Wurribel. Hier wäre die gleiche nochmal halb fertig, also im Prinzip schon fertig. Hier fehlt noch der Schlusslack und das Rosshaar, der Rosshaarkranz. Und hier jetzt ein Zuhebel, wo die erste Farbschicht drauf ist. Also nach der Grundierung, da ist ein Kreidegrund drunter und sehr aufwendiger, wird dann mit Ölfarbe bemalt, also gefasst, sagt man da. Und hier ist die erste Schicht Farbe drauf. Die wird das noch natürlich angepasst vom Farbton. Und zum Schluss kommt dann Lipperrot, Wangenrot, Augenbraue, also in mehrere Schritte geht es dann vonstatten. Das sieht man schon so ein bisschen die Vielfalt. Jeder schaut ja ganz anders dann auch aus. Ne? Lehne jegliche Kopierfräserei oder maschinelle Unterstützung komplett ab. Mir schnitzt alles von Hand. Das ist ganz arg wichtig. Nur so kann man eben garantieren, dass auch jedes Stück